Hallöchen! Es ist nun ein paar Tage her, dass der zweite Hörspielfilm sein Ende gefunden hat. Wie man vermutlich dort schon rausgehört hat und wie man es sich ohnehin denken kann, geht es aber natürlich noch weiter mit den blauen Geschichten. Staffel 3 befindet sich in Arbeit und wird irgendwann beginnen. Das dauert aber vermutlich dieses Mal ein gutes Stück länger als sonst. Ein Datum kann ich noch nicht nennen, aber es wird wohl nicht früher als in 2 Monaten geschehen. Für die Überbrückungszeit steht aber ein lange überfälliges Projekt an, namentlich Das Element der Schöpfung, die letzte Geschichte aus der CIS-Brony-Reihe. Das Finale um Ich, der lachende Gott, Captain Thundersky, Mondfluss, 2 kleine Ponys in der großen Stadt und der Anfang vom Ende. Auch da kann ich noch kein Datum nennen und noch bin ich auch nicht ganz sicher, an welchem Tag die neuen Kapitel wöchentlich erscheinen sollen. Samstag geht bei mir leider nicht mehr, daher weiche ich vielleicht auf Freitag oder Montag aus. Nicht Sonntag, nein, das ist der Tag der blauen Geschichten, selbst wenn die gerade nicht kommen. Nun, des Weiteren habe ich seit einigen Wochen einen Twitch-Account, auf dem ich hin und wieder mal streame. Meistens sind es Aufnahmen mit Kleines Pika, die wir live schalten und dann wieder ein Weilchen World of Warcraft. Wann auch immer mir danach ist, lasse ich den Stream laufen und ihr könnt mir dort zuschauen. Wenn ihr einen Account bei Twitch macht, könnt ihr mir dort auch schreiben, Fragen stellen, Anregungen geben, mit mir reden und was auch immer. Und ihr könnt mir dort auch folgen, damit ihr immer up to date seid, wenn ich live gehe. Das erfährt man ansonsten auch über Facebook. Eventuell kommt jedes Mal ein kurzes Video, wenn ich anfange zu streamen. Einfach damit Leute mit Langeweile direkt sehen, was passiert. An dieser Stelle erwähne ich nochmal, dass ich eine Ask.fm-Seite habe, wo ihr mich alles Mögliche fragen könnt. Bisher sind dort schon über 600 Fragen eingegangen und viele davon sind mehr oder weniger interessant. Zum Schluss will ich schon einmal ankündigen, dass ich dieses Jahr wieder auf der Gamescom anwesend sein werde. Voraussichtlich am Samstag den 8. und Sonntag den 9. August. Kleines Pika und Strongword werden vermutlich ebenfalls da sein. Eventuell auch Viridian, Seventh, Tiny Chip und mit etwas Glück sogar Blaze. Wer weiß, wenn nicht noch alles. Das sage ich deshalb so früh, da wir vorhaben, wieder ein kleines Treffen zu veranstalten, wo wir uns auf einer kleinen Wiese auf dem Gelände versammeln und Hi sagen können. So habt ihr noch Zeit, euch Tickets extra dafür zu holen, ist das nicht super? Naja, das wäre dann fürs Erste alles. Hörspiel, Hörbuch, Twitch, Ask.fm, Gamescom, ja. Mehr gibt es im Augenblick nicht zu sagen. Also dann, bis dann und gute Nacht. Abo-Special kommt irgendwann demnächst. Sicher, bestimmt.